Guten Abend, geschätzte Damen und Herren. Soeben haben Sie den Baum der Hoffnung gesehen, mit seinem großen, riesigen Wurzelpack. Genau eine Woche steht er nun hier schon am Münsterhof. Und vor einer Woche konnten Sie auch auf der Homepage baumderhoffnung.ch nachhören, was es mit dieser großen Wurzel auf sich hat. Der Baum der Hoffnung musste in den letzten Wochen so manchen Sturm ertragen, wurde heftig durchgeschüttelt und manchmal war er nahe dran zu brechen. Er hielt allen Stürmen stand und steht weiter hier mitten unter uns. Woher nimmt er seine Kraft? Das Geheimnis liegt in den Wurzeln. Wir sehen sie meist nicht, laufen achtlos darüber hinweg, richten unser Augenmerk immer nur auf den Stamm, die Blätter und die Früchte. Die Wurzeln beachten wir kaum. Dabei sind genau sie es doch, die den Baum nähren, ihn stützen, ihn fest verankern gegen den Sturm. Wird das Wurzelwerk beschädigt, hat der Baum, auch wenn er oberflächlich betrachtet noch so vital erscheint, keine Überlebenschance. Er stirbt unweigerlich ab. Zunächst kaum bemerkbar, dann aber rasant schnell und unumkehrbar. Als Kirchenvertreterin interessiere ich mich für die Wurzeln unseres Baums der Hoffnung. Gelehrte Philosophen aller Epochen haben sich darüber tiefsinnige Gedanken gemacht, auch in unseren Tagen. Ich bin keine Philosophin, aber eine Christin, die aus und mit dem Glauben lebt. Als Christin möchte ich dieser Frage nachgehen. Demut, Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Bescheidenheit. Da sehe ich zuerst das Urvertrauen in das Gute. Auch wenn ich zwischendurch Warnungen von Pandemien hörte oder andere Länder schwer von Seuchen belastet wurden, wusste ich oder wollte ich Gewissheit haben, dass wir in unserer zivilisierten Welt nichts zu befürchten haben. Unser Hygienestandard ist derart hoch, dass uns nichts etwas anhaben kann. Die Grippeepidemie war früher, SARS weit, weit weg. Eine Pandemie, die auch uns treffen würde, war unwahrscheinlich. Demut. Wir haben nicht alles im Griff. Nichts ist selbstverständlich. Alles kann ins Wanken geraten. Erste Meldungen wollte ich lieber ignorieren, fand es auch übertrieben, dass egal ob am Fernsehen, in der Zeitung oder online, Corona so dominant war. Danach kam die Phase 2. Ich wollte möglichst viel erfahren. Ignoranz war der falsche Weg, dann halt Akzeptanz. Aus dem Homeoffice arbeiten anstatt in der Stadt, Physical Distance, aber wenigstens soziale Kontakte online. Nächstenliebe. Für die anderen da sein, wenn Not herrscht, ohne zu fragen, wer schuld ist, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Einfach helfen. Heute, fast 2 Monate nach dem Lockdown, hat sich das Bedürfnis, mich ausführlich zu informieren, noch nicht geändert. Und ja, mir wurde schmerzlich bewusst, wie sehr täglich alltäglich war. Selbstverständlich, dass unsere Kinder zur Arbeit gehen, dass ich zum Coiffeur kann, wann ich will, dass ich, die gerne und viel Brot backt, backen kann, wann ich will, Hefe bekomme, wann ich sie brauche. Täglich ist so gar nicht mehr alltäglich.
Unterdessen kommen unzählige Forderungen. Man müsse jetzt die Gunst der Stunde nutzen und unsere Welt neu denken. CO2-Bilanz nie mehr erhöhen, Globalisierung stoppen. Es braucht eine gerechtere Welt. Und ja, denke ich, dem ist so. Wir brauchen eine gerechtere Welt. Und so komme ich zu dem, was ich mir zu Herzen nehme, ja, als Positives aus der Corona-Zeit mitnehmen möchte. Es soll nicht wie ein guter Vorsatz an Silvester sein, der vielleicht oder schlussendlich doch nicht eingehalten wird, sondern wie eine neue Welt, die sich für mich, für uns auftut, oder eine Welt, die es wieder neu zu entdecken gilt. Bescheidenheit. Die eigenen Grenzen akzeptieren, dafür das tun und fördern, was ich beitragen kann. Genießen. Ich genieße die Zeit mit unseren Kindern zu Hause. Zwei davon arbeiten am Flughafen und diesen Monat haben beide nur einen einzigen Tag arbeiten können. Sie bangen um ihre Stelle, gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen, die in der Airline-Branche arbeiten. So gehöre ich auch nicht zu denen, die diese Branche verachtet. Ich verstehe jeden und jede, der die gerne reist. Und so werde ich aufpassen, dass ich nicht urteile, wer von uns Menschen nun die besseren Lehren aus der Krise zieht. Barmherzigkeit. Nicht über andere urteilen, Fehler nachsehen, gemeinsam nach vorne schauen. Jeder und jede auf seine und ihre Weise. Kraft schöpfen. Kommen wir zurück zu unserem Baum der Hoffnung. Die Kraft kommt aus der Tiefe. Tragen wir Sorge zu unseren Wurzeln. Wir als Kirche, als Religionsgemeinschaften, als Gesellschaft. Erinnern wir uns immer an diese vier Wurzelstränge: Demut, Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Bescheidenheit. So hält unser Baum auch den stärksten Stürmen stand. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.